fast 4000 Zuschauer dann doch zu diesem kleinen Westderby anwesend. Wer hätte das gedacht? Beide Teams ja ohne große Playoff-Ambitionen mehr. Aber ein juckt das nicht. Oskar Östlund, viertes Spiel heute für den KIV und ein echter Rückhalt des Teams von Pierre Beaulieu. Ob der allerdings weitermacht als Cheftrainer, das ist ja noch offen. Hinein ins Spiel die Roosters, wie gewohnt in den blauen Trikots, gegen den KIV mit der ersten dicken Möglichkeit in der 10. Spielminute. Und dann fast die Führung und hier ist sie dann endlich. Nach dem Abpraller von Szymanski ist Michael Clark an der richtigen Stelle und überwindet den Schweden Östlund zum ersten Mal. Das 8. Saisontor von Clark. Und weiter ging es in eine Richtung mit großem Schwung. Die Roosters trotz der Niederlage gegen München, das 2:4 hat nicht allzu viele Spuren hinterlassen. McQueen dann rüber und dann kommt gleich ein junger, eben hier Tobias Schmitz, Pfosten. Also Krefeld unter Druck, auch Daniel Pieter, der wartet weiter auf das Tor. Und das kam dann hier in der letzten Sekunde des ersten Drittels. Der One-Timer von Philipp Bruckgießer. Und der Verteidiger ist einer, der hat einen richtigen Hammer. Hier wird das Bulli gewonnen und dann scheppert es aber richtig im Tor von Anthony Peters. 1:1, der Ausgleich. Peters ja heute für Andi Jenicke im Tor. Also die wenigen KIV-Fans hier am Saaler See zufrieden. Und dann ging es hinein in das zweite Drittel. Und das war aus Sicht der Roosters eines zum Vergessen. Da lief nicht viel zusammen. Zumindest bei den Blauen ganz anders. Bei den Gästen hier die Führung. Juronek mit seinem ersten Saisontor am 45. Spieltag trifft der Kanadier auch endlich mal. Vorarbeit von Hospel und Kunikat Kellerein. 2:1, 24. Spielminute. Zwei Minuten später O'Connor hier mit dem Schuss und jetzt mit dem dicken Bock. Laurin Braun antizipiert das früh. Breakaway in Unterzahl. 3:1, 11. Saisontor für Laurin Braun, der Shorthander. Aber nochmal O'Connor, das darf sowas nicht passieren, vor allen Dingen bei eigener Überzahl. Aber auch richtig gut abgeschlossen von Laurin Braun. Und damit noch nicht genug. Iserlohn geschockt, kam komplett aus dieser Partie raus. Und schon Pieter, 39. Minute klingelt es wieder. 4:1. 15. Saisontor vom 33-Jährigen, der sich damit weiter in der Topscorer-Liste der DEL verewigt. Da vorne momentan Fünfter, aber auch klasse gespielt von ihm hier. Nochmal rübergezogen, Orendorz, keine Chance, nur Beiläufer. Und die hier, ja, die konnten weiter die Fähnchen und die Schals schwenken. Dann im dritten Drittel ein Aufbäumen der Roosters, die mächtig aufs Gaspedal drückten, was sie natürlich auch mussten, wenn sie eben mit 3 Toren hinten lagen. 41. Spielminute. Wieder der effektive Baxmann und dann 2:4. Ein kurioses Tor. Und das zeigt sich hier. Petern abgelegt, Baxmann einfach rein und dann vom Hinterteil, vom Körper von Trivelato geht es dann rein ins Tor. Oskar Östlund zum zweiten Mal geschlagen. Und die Roosters, die hatten jetzt Lunte gerochen. Weiter mit frühem, aggressivem Vorchecking. Nächste Möglichkeit, Szymanski. Vor der Schuss von Connor. Und es steht wieder etwas im Weg. Nicht die Spieler, nicht Östlund, sondern der Pfosten. 58. Minute. Weiter spielte nur ein Team. Riesenchance gleich von Tim Fleischer. Hier nochmal, aber es blieb am Ende beim 2:4. Stimmen zum Spiel. Ich glaube, wir haben gut angefangen, haben das 1:0 gemacht. Dann ziemlich dummer Bulli von uns da, eine Sekunde vor Schluss des ersten Drittels. Ja, und dann fing es an und wir haben irgendwie zwei Drittel verpennt und im dritten dann die Dinger nicht reingemacht. Ich glaube, der Sieg war sehr wichtig. Wir haben jetzt gerade noch 7 Spiele und wir wollen hier das alles gut beenden. Und wer weiß, vielleicht gibt es jetzt mal eine lange Serie und vielleicht sind die Playoffs noch drin dann. Ob man Laurin Braun das glauben soll, lassen wir das mal so stehen. Genau wie das Ergebnis. Der KIV gewinnt mit 4:2 bei den Roosters am Saaler See.
alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.